Hi, diddly deedly, daddly doodly, howdy doody. Hallelujah! 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 Grüß Gott. Hilft der KI, die Simulation zu betreten? Fix! Die Folge könnte eventuell 20 Minuten dauern. Na. Es ist halt die Hauptmission. Na. 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 Ich kann nichts dafür. Ah. Du kannst so eine Mission nicht auf zwei Parts aufteilen. Doch. Ja, werden wir sehen. Fuck. Das war schön durchgeflogen. Ja. Hey, irgendwann soll die Schante aufnehmen. Ja. Fuck. Fuck. Nur warum bist du nur allein? Das wird nichts. Fuck. Ja. Doch, ich muss Schante fertig machen. Ja. Ja, immer noch keine Telekinese. Jetzt müssen wir das Doppelprojekt fertig machen. Ja, das Spiel interessiert mich eh irgendwie. Nein, das nicht. Nein, das nicht. Du lugst. Das dauert noch schnell. Ja, hack den Scheiß weg. Ich hack den Scheiß weg. Genau dasselbe wie vorher, nur ein bisschen verschoben. Ja, geil. Ich liebe es. Ich liebe dieses Hack-Minispiel. Das ist so geil, das ist so gut. Okay, gehen wir gleich zur alten Domizilruine, weil, wie gesagt, die Folge könnte dauern. Oh ja, das könnte sie. Wird lustig. Also gerne. Glaube ich nicht, dass das lustig wird, ich glaube, das wird scheiße. Weißt du, welche Mission wir jetzt machen? Na? Die, wo man sieht, einen Körper verschaffen. Oh ja, doch, oh Gott. Die mag ich ehrlich gesagt selber nicht so, aber die gehört halt dazu. Mhm. So, dann schnappen wir uns. Deswegen hast du es gesehen, wegen dem CID. Yeah. Das war für sie, weißt du. Nein, sie sind scheiße. Ihr seid scheiße. Na, Freunde, ihr seid toll. Ja, ihr seid super. Also, ihr solltet mehr werden, ihr solltet euch vermehren. Ja, gedeiht und vermehrt euch, sagt der Herr, und ließ Regen auf die Erde niederprasseln. Und Liebe. Was ist das? Genau. Entstehen? Freunde, macht sie und Babys. Okay. Liebe in unserem Namen. Okay. Keine Kirche kann da widersprechen. Okay. Machen wir Kirche auf? Machen wir Religion auf? Hey, wir sind ja gerade live weiterspielen. Hey, wir sind Euro Truck Simulator weiterspielen. Das ist die Folge der verlorenen Projekte. Wow. Boah, wie du jetzt in der Luft umdreht, Arbeiter. Nice. Das haben wir nur verloren von den Projekten her. Ja, die Jungs halt. No keep talking. Ja, also das werden wir schon noch weitermachen. Ist sicher, aber Euro Truck auch. Ja. Agatha Knife auch, oder was? Ja, schon. Final Fantasy 7. Oh, die haben mich schon kennengelernt gesehen, die Burschen. Final Fantasy 7 gibt's auch noch, Alter. Ja. Es hört euch so auf, so ohne... Ja, weil dann haben wir wieder neue Ideen. Und dann sind wieder andere Sachen im Trend. Ja, eben. Die man teilweise folgen muss, weil sonst schaut keiner deine Videos. Es schaut eh keiner deine Videos, weil ich scheiß krank, weil ich sie mal als erstes machen darf. Irgendwie kacke, wenn man schon so groß ist und dann gleich als erstes, weil dann bleibt man groß, dann haben die anderen keine Chance groß zu werden. Das ist ein ziemliches Scheißsystem. Das gehört eigentlich ein bisschen ausgebessert, aber wen interessiert's? Wow. Machen wir jetzt einen Rant gegen große YouTuber. Nein, ich mache einen Rant gegen. Weiß ich nicht, es ist halt irgendwie unfair, den Clan gegenüber. Nicht nur uns. Gegen euren Clan. Ah, die fucking Boing-Kanone, Alter. Die ist so scheiße. Die ist voll gut. Die ist so kacke, schau dir das an. Ja, die ist voll gut. Ich liebe die. Ich liebe die da und das ist die beste. So, jetzt suchen wir uns einen aus. Der erste ist nie der richtige. Das war's mal. Gently. Na. Nö. Dann berühren wir am Arsch, vielleicht gefällt ihm das mehr. Ich hoffe's. Wie ist mit dem Arsch? Ja, der Arsch gefällt ihm. Du bist ab jetzt meins. Kämpfst? Ja, gehen wir zum Dach. Jack the Tipper, weil er so viel Trinkgeld gibt. Ja, genau. Okay, Boys, jetzt kommen gleich Gegners, die wollen ihn töten.
damit wir nicht können benutzen. Und ich mach Lucky Lucky nach Xor. Das ist so als das Fahrzeug da. Was? Das Fahrzeug, auf dem er fliegt, heißt Xor. Bitte? X-O-R. Bitte? Wie Rudolf. Wie Rudolf das Rentier. Er reitet durch wie rosige Rennbahnen. Wie du machst mich scharf. So circa, ja. Bop! Bop! Nice. Nice. Komm! Ja. Nice. Interessant, dass dann das ganze Fahrzeug brennt, gell? Interessant, dass er einen Kopf hat. Der Alien? Ja. Ja. Es ist halt doch irgendwie eine entwickelte Lebensform. So wie, die Menschheit? Turtok? Turtok, ja. Turtok hat einen Kopf. Ja, ich meine, er ist eine entwickelte Lebensform. Er ist eine Schildkröte. Er ist ein Reptil. Ja, aber er ist zweimal entwickelt worden. Achso, Manns. Oh. 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 Ah. Ah. Ja. Du, Peter. Ja, ist es so. Hallo? Ja, hat drauf. Das heißt, er ist ein Schiege. Dann ist er ein Schilok. Dann ist er Turtok. Turtok. So wie Arbok. Sagt einer, sagt ein Turtok. Arbok sagt Arbok. Ja, Arbok. Turtok sagt Bööö. Turtok immer Bööö. Hey Turtok, Aquaknarre! Ja gut, das ist er irgendwie. Und Goofy sagt, ja. Wann ist der Upload fertig? 55 Minuten, Freunde. In 55 Minuten ist der Upload fertig. Nice. Ich glaube, der nur länger wie bei uns. Na. Na. Er lädt wahrscheinlich so 100 GB auf, ja. Turtok, Hydropumpe. Gehen wir zur Energiequelle, Boy! Flying we on the wings of love! Fly on the wings of love! Of above! Fly, baby, fly! High on the sky above! I don't know why! All hail, Cyniac! Ha ha ha! Ha ha ha! Was ist das? Kennst du das? Es ist... 1, 2, Freddy, komm vorbei. 3, 4. Schulingstar hast und ich hab das, wann hab ich es gesehen eigentlich? Keine Ahnung, ich hab irgendwann mal das neue Musikvideo von Katy Perry gesehen. Ja, da ist das dabei, Alter. Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Das Musikvideo ist so scheiße. Das Musikvideo ist halt alles. Das Musikvideo ist so scheiße. Holy shit, ich hab nie so ein schlechtes Musikvideo gesehen. Warte, ich muss jetzt einen Download starten. Swish, swish, swish. Ist es nicht sogar swish? Wieso jetzt nicht? Wenn... Oh Gott, er überhitzt. Er überhitzt. Ich muss ihn abkühlen. Ich schau jetzt noch, weil er leicht. Das ist so ein Schwachsinn, dieses Musikvideo. Vielleicht schaut euch das mal an, bitte. Es ist nur schlimmer als das Nike von Taylor Swift. Das ist schon echt scheiße. Aber das ist echt... Boah. Nicht nur das, ja, es ist Swiss Swiss. Es ist einfach so ein scheiß Lied. Ja, das Lied finde ich gar nicht so scheiße. Das Lied ist schon scheiße. Das Lied ist schon richtig scheiße. Ja, es ist das wie schlechtes Lied. Es ist wie jedes Katy Perry Lied. Nein, ist es nicht. Nein. Die anderen Katy Perry Lieder sind viel geiler. Sonst mag ich Katy Perry ganz gerne, aber das ist eine Frechheit. Und dann nur der Nicki Minaj Part ist natürlich das schlechteste. Wah. Der Nicki Minaj Part ist das schlechteste dran. Es ist so mies! Das ist ein guter Patron, das ist der einzige gute Patron. Wie da drinstehen? Ja, keiner, okay. Swish, swish, bish.
Ob da wird scheiße. Ob Swish wird zwei scheiße. Ich find den Refrain wiederum cool. Na. Weiß nicht, mir gefällt das eben. Es ist, wie du sagst, nicht die beste, aber es ist. Und dann das, und dann haut sie das da mitten rein. Ja. Das ist doch scheiße! Ja, das hätte nicht sein müssen. Na, und dann der Part von Nicki Minaj ist das Schlechteste, was ich je. Ja. Was? Der Part von Nicki Minaj ist echt scheiße. Frauen gibt's, die besser rappen können wie sie? Viel. Nenne drei. Wirkliche Beispiele, gute. Taylor Swift. Na. Doch. Na. Doch. Wo kann Katy Perry selbst. Wo kann Taylor Swift rappen? Weiß ich nicht. In ihren neuen Ghetto-Musikvideos. Ja. Das ist der schlechteste Rap, den es gibt, den sie macht. Ja, es hört sich so geschissen an ihre Stimme. An der Mitte, Nicki Minaj ist echt alles scheiße. Sie schaut scheiße aus. Sie kann scheiße rappen. Weniger Schminke auftragen. Und vielleicht weniger Schönheitsoperationen machen. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Sie kann jetzt singen. Singer kann sie nur schlechter wie rappen. Ich meine, es ist nichts gegen sowas. Es ist schon viel besser wie was ist Jim da? Es ist schon viel besser wie das. Es ist schon sehr frisch und sehr viel lieber wie das da. Aber trotzdem. Was ist das jetzt? Sowas bringt mich innerlich um, Alter. Weil du ein Chevy fährst und weil du Kevin hast. Ja. Wo sind wir denn? Ja. Aber was viel besser ist, wie scheiß Swish ist das. Das ist. Ja, das ist besser. Das ist jetzt. Oh fuck, die Roboter. Das ist. Blue Sky, Freunde, kannst du ja auch noch. Mr. Blue Sky. Bei der Dominatrix waren sie ja nur okay, weil da war ich schon ein bisschen besser. Okay, das geht schon. Komm. Oder das? Komm. Oh Gott, er hat einen Minderfall. Oh, mach mal! Er hat ein Dingschwert, wie heißt das Schwert von ein Halo? Ein Partikelschwert. Das ist Partikelschwert? Ich glaube, es heißt Partikelschwert. Du kannst gerne googeln. Das heißt doch. Ich glaube, Partikelschwert. Irgendwas mit Saber im Englischen, oder nicht? Ja, im Englischen weiß ich es nicht. Ich hab's auf Deutsch gespielt. Hallo. Ich kann Hallo, nur Deutsch. Halo. Ich kann kein Englisch. Halo ist scheiße. Halo ist scheiße. Na. Freunde, jetzt kommt einmal Halo. Nicht. Jetzt kommt einmal Halo Rant. Warum feiern alle Halo so sehr? Halo ist nicht scheiße. Halo ist auch nicht gut. Besser wie andere Shooter. Besser wie Crysis, ja? Nimm mal die Laserkanone. Der Crysis fight me. Ich hab nicht mehr, ich weiß nicht, wie der 2er und der 1er ist, aber der 3er ist echt kacke. Der 2er hat den noch wie gut gefunden. Der 3er, wie du gespielt hast, den Schluss, der hat nicht so gut ausgeschaut. Nein, okay, der hat schon scheiße ausgeschaut. Das hat echt nicht gut ausgeschaut. Der hat schon echt scheiße ausgeschaut. Den 2er müsstest du mal anschauen. Der 2er war echt nicht so schlecht. Keine Ahnung, von Halo sind alle Teile nicht gut. Da ist halt schon mit den Aliens auch zugegangen, aber nicht so schlimm. Da warst du nicht wirklich so, du hast eben auch was gegen die Organisationen. Und ich kapiere nicht diesen Scheiß, warum sagt jeder, wenn du Halo spielst, dann spiel Halo Reach, weil Halo Reach ist das Beste. Weil Halo das verstehe Reach ich auch nicht. So meiner Meinung nach ist der 4er der Beste. Nein, der 3er. Ich sag 4er. Jeder ist gegen einen 4er. Aber jeder. Verstehe ich nicht. Weil der 4er anscheinend der allerschlechteste ist, aber der 4er ist glaube ich der zweitbeste. Ja, der 4er ist der zweitbeste. Der 1er ist kompletter Müll. Ja. Halo Reach. Ja, da habe ich dazu geschaut. Der 1er ist echt kompletter Müll. Halo Reach kannst du eine Tonne hauen. Halo 2 ist. Alter, weiß ich nicht. Nee. Du sagst, der 3er ist der beste. Ja, Halo 2 ist halt so vergessenswert. So komplett nebensächlich und Bullshit und wow. Und einfach nur Standard-Shooter halt. Und Halo 3 ist gut. Halo 3 ist ganz okay. Bei Halo 3 wirkt es irgendwie so, als hätten sie es herausgefunden. Und bei Halo 4 wirkt es so, als wollten sie sich wieder irgendwas von modernen Shootern abschauen. Ja. Ja. Ja, ich meine,
Weiß ich nicht, es gibt schlechtere Shooter wie Halo, es gibt viel schlechtere Shooter wie Halo, aber es gibt auch viel bessere Shooter wie Halo. Overwatch. Borderlands. Ja. Zum Beispiel, das sind so meine zwei Beispiele, die... Bioshock. Das bist du wie Halo auf jeden Fall. Ja. Half-Life irgendwo. Ja. Was ist schlechter? Call of Duty. So ziemlich jedes Call of Duty. Mhm. Crysis finde ich schlechter, den Dreier zumindest. Jetzt können wir Telekinese. Crysis der Dreier ist auf jeden Fall schlechter wie Halo. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ganz Halo gespielt habe ich ja. Boah. Er ist besser wie Halo 1. Ja. Auf jeden Fall, er ist besser wie Halo 1. Aber was ist denn. Ach. Was gibt's denn für schnelle Shooter? Dead Island würde ich auch als besser bezeichnen wie Halo. Ist komisch, aber Dead Island ist irgendwo. Baut irgendwo was. Dings, ah, Dying Light ist sogar die bessere Version von Dead Island. Dying Light ist eigentlich nice. Vor allem wegen dem Parcours und so. Ja. Was denn nur? Was war denn nur so? Schöner. Schöner Shooter. Querschläger. Oh ja, Medal of Honor, mein Lieblingsshooter. Das ist echt, also da reißt echt alles ab. Bei Medal of Honor Warfighter. Das ist echt das schlechteste Stück Scheiße, was ich seit langem gespielt habe. Holy shit. Spürt das einmal. Das ist echt... Wow. Dass das irgendwer verteidigen kann. Das ist schlimmer wie Sonic. Nein. Leute verteidigen Sonic. Und bei Sonic kann ich es nur verstehen, weil Sonic ist ja nur ganz cool. Also er ist ganz cool. Die Spiele sind nicht irgendwie ganz cool. So gut. Nicht alle. Ein paar sind ganz nett. Wir brauchen andere Waffe. Dings vielleicht. Die da. Der erste ist ganz gut. Und Generations ist gut. Aber fucking, ich spiele 10-mal lieber nur Sonic und der Schwarze Ritter als fucking Medal of Honor Warfighter. Holy shit! Medal of Honor Warfighter. Weißt du, was es bei Medal of Honor Warfighter gibt? Es gibt eine fucking Mission. Es gibt eine Mission, wo du in einem Auto bist und die dann in einem Auto so Metal Gear Solid mäßig verstecken musst. What the fuck? Ja, die Autos haben dann so Sichtfelder. Yeah. Die anderen, und dann musst du bei denen wegfahren und die dürfen die nicht hängen und du musst da in die Gassen rein und boah! Wow. Und das ist die beste Mission aus dem Spiel. Ja, klingt ja vielversprechend. Ja, gell? Und es gibt dieses System komm, von wegen. Komm, ich mag nicht mehr jetzt. Geh von wegen, sie glauben, dass Door Breaching sowas Tolles ist. Es heißt, du hast dann so ein Auswahlrad, da kommt dann immer Door Breach und dann hast du so ein Auswahlrad. Magst du jetzt mit dem Hammer machen? Oder mit der Fuß? Oder mit dem Waffenkolben und jedes Mal, wenn du ein paar Doorbridges machst und dann im Doorbridge Light umbringst, kriegst du sozusagen XP und kannst beim nächsten Mal einen Doorbridge auf einen anderen Ort machen. Und es ist aber immer nur genau das gleiche, jedes verfickte Mal. Es klingt schon richtig scheiße. Ja! Du änderst nur die Animation vom Doorbridge, du änderst nichts anders. Alles andere bleibt genau gleich. Es ist so ein Schwachsinn. Und dann hast du halt deine standardlinearen Level wie in jedem scheiß Call of Duty. Mhm. Außer vielleicht in Battlefield. In Black Ops 3. War gut, storytechnisch. Also nicht von der Story her, aber von den Levels her. Oder Ding. Battlefield ist auch noch besser. Battlefield 1 zumindest. Whoop. Würde ich ja nur über Halo stellen. Da fliegt. Ging's heiß. Hey, Jungs. Ja. Perfect Dark. Nice. Perfect Dark, wenn du ein Beispiel bist. Hallo? Oh, okay. Was ist ein bisschen schlechter wäre wie Halo? Perfect Dark. Mhm. Das, was ich mir letztens gekauft habe, gell? Ja, genau. Das ist Perfect Dark Zero, der erste Teil ist auch besser wie Halo auf jeden Fall, wenn er schon so alt ist. Aber der ist halt immer nur einem Wort besser. Sonst fallen mir irgendwie keine Schritte mehr ein. So. Overwatch. Ja, Overwatch sowieso. Ja, Overwatch ist halt. Overwatch ist sowieso. Du kannst es halt damit die anderen wieder nicht vergleichen. Wieso? Ja, weil dann die Leute wieder sagen, das ist ja so.
so surreal und ist ja wurscht. Ist ein Shooter, ich kann es dann Shooter mit einem Shooter vergleichen. Du kannst einen Shooter mit einem Open World Spiel vergleichen, theoretisch. Obwohl es dann wieder einen Unterschied macht. Aber wenn du einen Shooter, einen fucking Multiplayer Online Shooter, nicht mit einem anderen Multiplayer Online Shooter vergleichen kannst, nur weil der Artstil anders ist und vielleicht das Objective ein bisschen anders verteilt ist. Nur weil es mehr andere Klassen gibt oder so, nur weil es halt MOBA-mäßiger aufgebaut ist, wie Overwatch. Sicher kannst du es mit Call of Duty vergleichen. Und sicher kannst du sagen, ja, Overwatch ist besser wie Call of Duty. Oh, Mama. Was denn? How the Saints Save Christmas. Ja. Okay, Freunde, das war jetzt die nächste Episode. Boah, das war ja eine lange Episode. Das war eine lange Episode voll Hass. Voll Hass. Freunde, ihr habt es lang dauert. Ich bin so hässlich. Bis zum nächsten Mal. So grässlich hässlich. Ich bin der Hass.